Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Ich habe ja neulich mich schon mal versucht, da drin Cold Brew zu machen. Den Versuch werde ich euch jetzt mal eben zeigen. Hi, schön gekochter Kaffee heute Morgen, ne? Echt klasse. Echt genial. Aber Kaffee ist unser Thema heute. Es ist ja momentan ein Ultra-Thema, dass man Kaffee nicht warm brüht, sondern kalt brüht und da dann zum Beispiel Cocktails draus macht. Ich habe mich gestern einfach mal hingesetzt, habe dieses Gefäß genommen, habe da Kaffeemehl reingetan, ganz normal, wie wir das immer für unseren Kaffee benutzen. Ist natürlich viel zu fein gemahlen, aber es ging ja auch jetzt nur ums Auszuprobieren. Ich habe da jetzt 50 Gramm Kaffee reingetan, 500 Milliliter kaltes Wasser, habe das Ganze umgerührt, sodass das hier so eine schöne Matschepampe geworden ist. Und das hat jetzt gut 13 Stunden gestanden bei normalen Temperaturen. Ich habe es nicht gekühlt oder so. Und jetzt werde ich das durch so einen Filter jagen. Dann kommt da unten halt der Cold Brew raus und dann werden wir den mal probieren. So, ich habe jetzt mein Gemisch aus Kaffeemehl und 500 Milliliter Wasser mal durch den Filter gejagt. Es läuft dann auch so ein bisschen. Damit habe ich dieses Ergebnis jetzt hier. Ich tue da mal ein bisschen was von hier in dieses Glas und werde das jetzt einfach mal probieren. Riechen tut's ganz interessant. Sag was? Ja. Wie? Ja. Lecker? Das schmeckt irgendwie interessant. Weiß ich nicht, kann ich schlecht beschreiben. So, jetzt habt ihr ja gesehen, was ich da kläglich versucht habe. Das Ganze war aber, ja, es war nicht gut. Einfach gesagt, es war einfach nicht gut. Deshalb habe ich mir überlegt und habe mir, ich kann mir das nicht merken, wie diese Kanne heißt, mir eine Hario Mitsudashi Cold Brew Coffee Pot gekauft, um das alles ein bisschen besser zu machen. Also, dieses Teil habe ich mir jetzt gekauft. Da tut man in der japanischen oder chinesischen Anleitung steht drin, soll man 80 Gramm Kaffee reintun. Ich habe mir eine Kaffeemühle gekauft, aber ich habe noch nicht den richtigen Kaffee gefunden. Dafür, jetzt habe ich mir hier in einem der großen Versandhäuser einen Kaffee gekauft, der heißt Cold Black Nitro und ist halt eine Kaffeesorte extra für Cold Brew. Davon habe ich mir jetzt mal 70 Gramm abgemessen. Die tut man halt in dieses Teil hinein. Fast wieder Schweinskram gemacht, aber nur fast. Das So. ist doch nicht schlimm. So. Jetzt habe ich schon Videos gesehen, wo andere Leute diesen Kaffee dann warm anbrühen. Das werde ich jetzt diesmal noch nicht machen. Ich werde jetzt erstmal das einfach so machen, wie die das beschrieben haben. Und die haben beschrieben, man tut das dann hier hinein. Tut dann hier Wasser rauf, 800 Milliliter. Die Marke ist hier. Das finde ich aber wenig, weil der Kaffee ist ja gar nicht ganz bedeckt. Deshalb werde ich ihn jetzt ganz bedeckt bis hierher auffüllen, weil ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, weil ich die Gebrauchsanweisung, die es dazu gibt, die ist hier. Ich weiß nicht, ob meine Kamerafrau da mal ein bisschen drauf zoomen kann oder ich komme mal ein bisschen näher. Kann man das lesen? Ja, Das aber ist, das ist zu oft zu lesen. Kann man genau, das auch ist nicht. komplett in einer Schrift, die ich wieder natürlich nicht kann. Vielleicht sollte ich das endlich mal lernen. Also, deshalb habe ich die Gebrauchsanweisung oder ich habe mal geguckt, was andere Leute halt machen. Und da waren sie alle und sagten, ja, auffüllen so hoch, wie man Kaffee reingetan hat. Das werde ich jetzt mal tun. Vielleicht mache ich das mal mit rechts, kann das ein bisschen besser. Fülle ich das jetzt auf mit Wasser.
Und das wird dann die nächsten 12 Stunden hier stehen. Da kommt gleich noch der Deckel oben drauf. Und dann stelle ich das hier schön an die Seite und das war's. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was will der mit dem Cold Brew machen? Also zum einen habe ich mir überlegt, dass ich da Eis von machen werde, um dann einen Gin Tonic zu machen. Und in diesem Gin Tonic ist dann das Eis von dem Cold Brew. Das finde ich schon mal geil, weil ich glaube, Gin und Tonic und Cold Brew, das harmoniert sehr gut miteinander. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich irgendwie, wir haben ja jetzt das eine Video mit dem Galdona-Kaffee gemacht. Und ich will da mal gucken, ob ich nicht unten drunter dann einen eisgekühlten Cold Brew mache und obendrauf als Topping dann die Galdona Cream. Das ist bestimmt auch geil. Und den Rest, ja, lasst euch mal überraschen. Ich habe da noch so 2,5 Ideen, habe ich noch. So, jetzt füllen wir das hier auf oder ich fülle das gleich auf. Dafür müssen wir ja nicht filmen. Ich würde sagen, dann machen wir gleich einen Schnitt und dann sehen wir uns, wenn der fertig ist. Bis dann, ciao. So, 14 Stunden später. Unser Cold Brew Ansatz hat hier die ganze Zeit gestanden bei Zimmertemperatur und ist jetzt fertig. Ich kann da jetzt diesen Einsatz rausnehmen und kann den Inhalt entsorgen. Ich werde das jetzt hier langsam rausziehen und abtropfen lassen. Und dann melde ich mich und werde euch gleich erzählen, was wir weiter damit machen. So, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe einen so einen Teil in den Tiefkühler gestellt und habe da Cold Brew Eis draus gemacht. Das benutzen wir gleich. Und unser Cold Brew hat jetzt auch noch die ganze Zeit über im Kühlschrank gestanden. Das werden wir jetzt gleich schön hier in den Shaker tun mit ein bisschen Eis und ein bisschen Zuckersirup selbst gemacht, auch nicht schwierig zu machen. Dann werden wir das schön aufschlagen und dann schön in unser Glas abseihen. Und dann ist das schön schaumig oben drauf und sieht tipptopp aus und ist super einfach und schmeckt super gut. So, ich tue mir jetzt hier drei Eiswürfel rein, genau. Ein bisschen Cold Brew. Das waren jetzt so 200 Milliliter. Dann tue ich jetzt was von meinem Zuckersirup da rein. Super. Mein Glas drauf. Und es wird geshakt. Schön lange und schön kraftvoll. So, immer ein bisschen schwierig, das Glas zu lösen. Und dann seihen wir das hier schön in unser Glas ab. Das ist ja schön. Das sieht doch richtig geil aus, oder? Sehr schön. So, damit wäre unser Cold Brew Fruity fertig. Und jetzt machen wir noch einen Gin Tonic, wo in dem Gin Tonic Eiswürfel sind aus Cold Brew. Den zeige ich euch jetzt. So, zweiter Streich. Cold Brew als Eiswürfel. Drücken wir uns jetzt hier mal raus. Ich bin nicht raus. Ich merke das schon, aber sie sind schon raus. So, 1, 2, 3. Das reicht, mehr will ich nicht. So, einmal ein bisschen Ordnung machen. Meine Eiswürfel. Gin Tonic. Genau, jetzt kommt da der Gin oben drauf. Super. Und ein bisschen Tonic Water. Sieht doch jetzt schon in der Farbe geil aus. Die Farbe wird sich jetzt immer weiter verändern, je mehr das Eis sich auflöst. Umso dunkler wird es natürlich. So. Und terä, wir haben einen Gin Tonic Cold Brew fertig gemacht.
wo jetzt das Cold Brew sich langsam auflöst. Man sieht so, wie sich hier die Farbe so langsam immer mehr verändert. Und der Cold Brew mit dem Tonic, mit dem leicht bitteren, fruchtigen von dem Gin, das vereinigt sich jetzt und es gibt einen super geilen Geschmack. Ja, ich hoffe, euch haben meine zwei Rezepte gefallen. Ich werde mir jetzt gemütlich einen Gin Tonic Cold Brew hinter die Binde gießen und dann gleich bestimmt betrunken in der Ecke liegen. Ja, sollten euch meine beiden Ideen und dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonnieren, wenn ihr noch nicht seid, bitten wir drum. Das ist immer toll. Dann werdet ihr auch immer gleich benachrichtigt, wenn es mal wieder was Neues von uns gibt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es einfach unten rein. Ich beantworte alles und freue mich auch darüber. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao. Ich bin doch noch mal da. Also ich habe den jetzt noch mal probiert. Ich habe den neulich schon mal gemacht. Ist das lecker? Wie ein Eiskaffee. Fehlt nur noch das Vanilleeis drin. Kann man außerdem auch machen, ne? Schöne große Kugel Vanilleeis da rein, Cold Brew drüber. Könnt ihr auch aufschlagen, aufshaken, so wie wir das eben gemacht haben. Und dann so ein bisschen was da drüber. Kommt richtig geil. Also ist richtig lecker. Hm? Passt für die Sommerzeit, ne? Genau. Die absolut geilen Sommergetränke jetzt. Finde ich absolut klasse. Kommt gleich in meine Hitliste hinter dem Dalgona Café. Den gibt es außerdem bei uns mittlerweile täglich. Neulich am Samstagabend, ich wollte eigentlich gar nicht so viel quatschen mehr. Eigentlich sollte das Video zu Ende sein, schon lang genug. Und Samstagabend haben wir beide noch so ein bisschen hier rumgedröhnt den ganzen Tag. Abends sind wir nochmal schnell auf die Idee gekommen, machen wir nochmal schnell ein Video. Haben wir schnell ein Video gemacht, 21 Uhr. Schön den Dalgona Café mit Ananas unten drunter als Shake. Wir konnten beide die Nacht nicht schlafen. Das ist so ein Wachmacher, dass da bist du sowas von fit hinter. Also, wenn ihr mal wieder mittags irgendwie so einen kleinen Durchhänger habt, so ein Dalgona-Kaffee wird jetzt hier nachveröffentlicht. Absolut geil, da macht richtig wach. So, jetzt, das war's. Ich wünsche euch was. Tschüss.